der modernen Welt lösen große Staatschefs Konflikte mit Worten. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Command & Conquer Generals. Ich habe mich nach längerer Zeit zum Beispiel entschlossen, einen Strategietitel zu spielen. Und nichts geringeres als Generals aus der Command & Conquer Reihe. Auch wenn einige behaupten, es sei kein Command & Conquer Teil im eigentlichen Sinne. Mag sein, je nachdem wie man es definiert. Es ist, finde ich, trotzdem ein sehr gelungenes Spiel. Es sticht aus der Command & Conquer-Reihe in der Hinsicht hervor, dass es sich in kein wirkliches Universum einordnen wird, sondern ein eigenständiges bildet. Ja, ich muss natürlich die Grafik wieder runterschrauben. Bäh. Abbrechen. So, ich habe gesagt, wir machen alle Kampagnen. Wir fangen mit den Chinesen an. Spielen auf Mittel und legen mal los. Ah ja, ich erinnere mich, so dunkel. Guten Tag, Genosse General. Ich bin Lin Song, Ihr Nachrichtenoffizier. Heute werden unsere Streitkräfte den Ruhm unserer großartigen Armee in alle Welt tragen und unseren globalen Führungsanspruch untermauern. Die Volksarmee wird nicht ruhen, bis die terroristische Bedrohung beseitigt ist. Ja, wieso habe ich betont, dass es sich um Generals handelt? Wie ihr bestimmt alle wisst, gibt es ja in Deutschland den, ich nenne es mal, Zensurwahn. Und dem ist auch eben Generals zum Opfer gefallen. Peking! Der Drache erwacht. Ich hoffe, das wird nicht asynchron. Und deshalb mache ich ja alle 10 Minuten einen Schnitt. Wir werden auf den feigen Angriff der GBA reagieren und ihr Terrornetzwerk zerschlagen. Ziehen Sie diese Terroristen zur Rechenschaft, Genosse General. Genosse. Gut, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Zensurwahn. Und, dem ist auch eben Generäle zum Opfer gefallen.
Generals. Man, unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, sehr gut, das war ich. Man muss aber dazu sagen, dass das Spiel etwas, ja, wie sagen wir es mal, doch etwas vielleicht anstößig ist, denn in einer Zeit, wo es nach Terroranschlägen und so weiter und so fort hier mit Selbstmordattentätern zu handhaben, ist vielleicht doch etwas ungeschickt. Und eine kleine Anekdote noch zu dem Spiel. Oh, verbotene Stadt. Ich habe das Spiel immer zu Hause gespielt, während ein paar Kumpels von mir damals auf einer Anti-Irak-Kriegs-Demo waren und ich denen immer mitgeteilt habe und die mich dann gefragt haben, ja, was machst du eigentlich gerade? Ich so, ja, ich bin gerade Generals. Ironischerweise hatte ich ja gerade die Mission der Amerikaner. Einige Panzer sind noch intakt, Genosse General. Ja, unseren Mao-Panzern hat die GBA nichts entgegenzusetzen. Die Panzer sind vor allem in großen Verbänden effektiv. Sie werden zufrieden sein. Ich hoffe es doch mal. Einheit verloren. Nein! Ja, und ich hatte eben... Feind vernichtet! Alle Einheiten vorrücken! Die Terroristen verstecken sich in dem Wald hinter der Brücke. Darf ich jetzt mal ausreden? Danke. Hatte ich eben die Mission, die zufälligerweise in Bagdad spielt. Ja, und das war dann doch, muss ich zugeben, etwas komisch. Stillgestanden! Genosse General, ziehen Sie sich zurück. Napalmangriff. Tiger 1, wir haben uns aus dem Zielgebiet zurückgezogen. Sie können jetzt angreifen. Hier Tiger 1, Ziele erfasst. Tiger 1, Attacke. Hier Tiger 1, Ziele zerstört. Gute Arbeit, Tiger 1, Sektor gesichert. Moment. Burn, Baby. Zerstören Sie das Waffenlager, Genosse General. Unsere Atomwaffen dürfen der GBA nicht in die Hände fallen. Warten auf Befehle. Sofort. Justiere Gasventile. Langsam vorrücken, Rachenpanzer. Brennstofftanks versiegelt. Ah, schwarzes Napalm können wir noch nicht erforschen. Gut, wir fahren. Ich glaube, ich muss sie hinterher abfackeln, glaube ich. Die GWA hält das Plateau. Panzerbataillon vorrücken. So. Wir haben den Feind vernichtet. Habt ihr gar nicht. Lüg doch nicht. Für die Ehre Chinas! Für die Rote Armee! Aus Chaos einsatzbereit! Für die Ehre Chinas! So, dann rücken wir immer weiter vor. Da hinten haben wir schon das Lager. Temperatur stabil. Verteidiger des Friedens. Hiss die rote Flagge. Die Terroristen wollen das Waffenlager um jeden Preis verteidigen, Genosse General. Wir sollten ihnen die Stärke der chinesischen Militärmacht demonstrieren. So. Ja, also in der heutigen Zeit will man sich auch wirklich nicht mit China anlegen. Sowohl wirtschaftlich eine Supermacht als auch natürlich mit... Ja. Sowohl militärisch als auch wirtschaftlich eine Supermacht. Und jetzt will ich noch was zur zensierten Version sagen. Dort heißen die USA nicht mehr USA, sondern
Oh Gott, wie heißt die da? Ich glaube. Oh, ich weiß das gerade gar nicht mehr. Wie heißen die denn da? Ich glaube, irgendeine Allianz ist das, glaube ich. Und China ist der asiatische Pakt. Und die globale Befreiungsarmee ist die internationale Befreiungsgruppe, die mehr auf wirtschaftliche Unabhängigkeit getrimmt ist. Für die Rote Armee. Temperatur stabil. Wir haben das Waffenlager der GBA gesichtet, Genosse General. Zerstören Sie es, um unser Volk vor den Terroristen zu schützen. Ihr sollt brennen. Für die Ehre. Achso, ich glaube, das war egal jetzt hier, oder? Wollte ich doch gar nicht. Ah ja, später war das wichtig. So, Mission 1 erledigt. Und ich habe noch 2 Minütchen. Wir haben gewonnen. Ah. So, ich glaube, ich mache aber jetzt an der Stelle schon einen kleinen Schnitt. Und bis gleich.